Moin und willkommen zurück zu Satisfactory im Update 8. Und ich würde sagen, so langsam, sehr langsam, aber sicher kommen wir dem Ziel nahe, dass wir die Uranmüllwiederverwertung komplett laufen haben. Es schaut schon ganz gut aus. Jetzt haben wir hier noch so die drei Manufaktoren, die laufen müssen. Das wird jetzt ein bisschen aufwendiger alles, aber bekommen wir auch hin. Denke ich mal, ja, genau. Gut, nochmal ganz kurz zu der Schwefelsäure-Problematik vom letzten Mal. Und zwar wird ja die Schwefelsäure von rechts nach links rausgepumpt. Und ich habe mir das nochmal angeschaut. Irgendwie bei den letzten beiden hier, die waren auch übertaktet. Ist die Schwefelsäure mehr oder weniger vollgelaufen? Also irgendwie wurde die Schwefelsäure aus der Anlage nicht wirklich rausgepumpt. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, einen wirklichen Grund dafür habe ich nicht. Einfach Bauchgefühl. Ich nehme jetzt die ganzen Schnecken von den letzten beiden Anlagen raus und stopf sie vorne rein, damit die bessere Schwefelproduktion, wenn man so will, gleich freie Fahrt hat und die Schwefelsäure, also Schwefelsäureproduktion, freie Fahrt hat und gleich da hinten rein kann. Und es schaut tatsächlich etwas besser aus. Ja, obwohl, es läuft immer noch voll. Ganz voll nicht, aber es ist halt ein Problem. Ich weiß nicht, an was das liegt. Vielleicht dauert es ein bisschen, bis sich das jetzt einrenkt. Aber mal gucken. Wenn es jetzt auf Dauer immer noch nicht funktioniert, dann gehe ich mal die Pipeline ab, ob ich da irgendwo rumgewurschtfingert habe und aus Versehen MK1-Pipeline rein habe, dann kann das natürlich auch sein. Und wenn das nicht der Fall ist und es dann immer noch nicht läuft, werden wir einfach nochmal so eine Raffinerie bauen mit einer Schwefelsäureanlage und die Schwefelsäure von der anderen Seite einfach reinpumpen. Dann müsste das passen. Hoffe ich. Gut, wir waren stehen geblieben bei der ummantelten Plutoniumzellen, heißen die, glaube ich. Ganz genau. Die sind jetzt fertig, ist auch schon alles vollgelaufen, wie ich sehe, sehr gut. Wir müssen jetzt die Stahlträger machen. Da haben wir schon angefangen, ein bisschen mit MK3-Miner austauschen und Förderband legen, wo uns dann wieder natürlich die Förderbänder ausgegangen sind, ganz klar. Aber das werden wir jetzt heute in Angriff nehmen und dann schauen wir mal Steuerstäbe. Und die Kühlkörper noch. Und dann sind wir hier eigentlich fertig. Die Frage ist dann noch. Ja, nee, es gibt keine Frage, weil ich habe das System ja hier aufgebaut gehabt, weil ich noch nicht zu 100% wusste, ob ich den Plutoniummüll, der ja von den AKWs dann rauskommt, schreddern kann. Und das kann man ja nicht. Deswegen werden die Plutoniumbrennstäbe gleich so, wie es ist, vernichtet. Gibt auch ordentlich Coupons. Allerdings kann ich die ja auch ins AKW tun und dann kommt Plutoniummüll raus, aber nicht sehr viel. Sehr, sehr wenig, wenn man so will. Und da könnte man natürlich dann schon sagen, also es würde Sinn machen, wenn wir ein Stromproblem irgendwann haben. Da könnte man schon, oder sehr schnell Strom brauchen, weil theoretisch, wenn die Anlage läuft, könnten wir immer mal schnell ein, zwei AKWs hinstellen. Schnell, klar, Wasser und so. Und die mit den Plutoniumbrennstäben versorgen. Und dann müssten wir den Plutoniummüll einfach irgendwo am Arsch der Welt ein Endlager machen. Ja, mal gucken. Gut. Also weiter geht's mit Stahlträgern. Ich schaue mir jetzt nochmal ganz kurz an, wie ich das hier gemacht habe. Scheibe, Rotscheibe. Dann machen wir das nämlich hier jetzt genauso. Dann schaut es einheitlich aus. Die untere Scheibe hätte ich natürlich lassen können, vom Kopf, aber naja. Ich glaube, das ist das hier. Also der Steg, dann machen wir jetzt hier zack. Und dann Scheibe. Gut, dann hüpfen wir mal da hoch. Scheibe, Rot, Scheibe, und dann war's das. Und dann kann ich weitermachen, wie ich will. Gut. Das heißt, hier kommt die Kohle. Wir müssen übrigens noch das Förderband austauschen, dürfen wir nicht vergessen. Also den letzten paar Meter. Wir gehen jetzt einfach von hier dahinter. Wie schon gesagt, wir werden dann mal bald, wenn die Plus-Mod nicht mehr funktioniert, wahrscheinlich auf Twitch, aber kommt hier auf YouTube dann auch noch, hier ein, zwei Streams machen, wo wir schön Bauarbeiten machen. Gerade sowas wie überall die Füße unten hinsetzen, die Dächer fertig machen, die Fassaden fertig machen und so weiter und so weiter. Halt kein Progress, sondern nur schön bearbeiten.
So, Moment, jetzt bin ich runtergesprungen, ich Dummkopf, oder? Ja, natürlich. Wir machen hier mal zwei Scheiben. Dann nochmal rot. Müssen wir mal gucken, wie sich es oben ausgeht. Nochmal zwei Scheiben. Ist halt sehr viel Glas. Bei Glas habe ich immer die Bedenken, dass es vielleicht irgendwann mal abstürzen könnte. Ja, mach mal doch anders. Wir hatten letztes Mal hier das Problem, dass die ganzen Reflexionen, davon gehe ich jetzt aus, so krass waren, dass das quasi das Spiel in die Knie gezwungen hat. Wir machen aber eine normale Wand, keine rote. Autosave. Dann gehen wir jetzt halt in dem System weiter. Das heißt, zack. Jetzt müssten wir eigentlich eh schon oben sein. Richtig? Oh, wir sind sogar zu hoch, ja. Kein Problem, kein Problem. Dann machen wir den Rand oben tatsächlich mit drei roten. Das wird auch eine geile Arbeit, die dann einmal außenrum zu ziehen. So, weg. Passt. Gut. Dann ziehe ich mal schnell das Förderband her. Das Förderband austauschen machen wir dann zum Schluss. Die Frage ist natürlich jetzt, wo bauen wir den ganzen Spaß mit dem Stahl? Also ich würde sagen, tatsächlich hier so, da wo das Loch ist. Gehen wir hier runter. Ich sollte jetzt vielleicht tatsächlich mal anfangen, das vernünftig auszustecken. Erstmal wieder eine Sprengung, hatten wir schon lange nicht mehr. Wie weit ich weg bin und trotzdem habe ich Strahlung. So. Und dann, ich will ja auch die AKWs irgendwie in einem Gebäude haben, aber da mache ich mir später mal Gedanken. Kann ich die bauen? Ich könnte sie sogar bauen. Ich stelle jetzt mal einfach nur mal die beiden hin, damit ich weiß, wie es ungefähr vom Platz her ausschaut. Eins. Es geht mit Beton und Schwermodularer Rahmen aus. Dann stelle ich doch nicht beide hin. Erstmal nur eins. Genau, gut. Das heißt, wir brauchen. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, wie wir das machen. Machen wir es verschwenderisch oder machen wir es nicht verschwenderisch? Das wäre das Klassische. 45 Kohle, 45 Stahlbahn. Wir brauchen nicht so viel Stahlbahn. Allerdings, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie es mit den wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Hier. Die haben wir. KI-Begrenzer. Kupfer. Haben wir unter uns? Oh, Caterium. Schade. Hab nicht so viel Fluten. Ja, wir brauchen wahrscheinlich tatsächlich mal eine neue Caterium-Quelle. Beziehungsweise eigentlich brauchen wir sie nicht. Ich habe eine Idee, wir machen das anders. Wir machen das mit dem Caterium anders. Ja. Dann, wenn es soweit ist. Also, aber ich würde sagen, wir gehen hier tatsächlich ganz klassisch vor. Koks können wir sowieso nicht machen, also Petrolkoks. Und hier könnte ich.
Also ich finde, das lohnt sich tatsächlich so zu machen, wenn man das alternative Rezept hat mit den Eisenbahnen. Sonst muss ich jetzt ziemlich viel Schmelzöfen davor stellen. Ich habe 300 Kohle. Das wären 8 Anlagen. Wird alles ein bisschen sehr groß. So viel Platz haben wir. Ja, obwohl Platz hätten wir. Moment mal, ich mache jetzt hier mal. Hol mal schnell Beton. Ich klaue mir den mal da vorne. Beziehungsweise. Ne, ich klaue mir den. Ich gehe schnell hoch ins Lager und hol mir den Beton. Und währenddessen mache ich ein bisschen Brainstorming. Das ist immer so eine Sache. Da schreit sich die eine Gehirnzelle die andere an. Machen wir es gleich richtig. Die Frage ist. Ja, Stahl werde ich sowieso brauchen, aber brauche ich den Stahl hier nochmal in der Nähe? Weil den wieder dann von A nach B zu bringen, ist halt die nächste Sache. Und ich brauche nur noch. Wir schauen uns oben gleich mal an, was wir für die Kühlkörper brauchen. Wenn wir da nichts brauchen, weil dann ist es ein geschlossenes System, dieses ganze AKW-Zeug. Genau. Beziehungsweise. Ja, wir gucken gleich mal. Also hier ist Beton drin. Was soll's? Ah, ich kann keinen Manufaktor bauen, ich bin zu dumm. Shit. Egal. Egal, egal. Wir machen es klassisch, was soll's? Und wenn wir dann nochmal Kohle brauchen, dann holen wir uns den aber anders her. Ganz einfach. Die Frage ist, kann ich jetzt genug. Gießereien kann ich genug bauen? 300 geteilt durch 45 sind 6. Richtig? Also ungefähr. Ich drücke immer falsch, ich bin. Also manchmal. Also das ist unglaublich. Also 7 Anlagen machen wir. Passt. Und die machen wir hierher. Oder halt da in der, oder hier können wir es auch machen. Ja, wir sollten, oder ich sollte heute ein bisschen Gas geben. Also die letzten Male sind wir echt gut vorwärts gekommen, aber heute ist es schon wieder. Ja. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann kommst du hier weg. Wir gucken mal ganz kurz, wie es mit dem Strom ausschaut. Wie viel Puffer wir noch haben. Also 31,925, perfekt. Also die Hälfte brauchen wir tatsächlich und wenn alles läuft, haben wir immer noch Puffer. Also Strom haben wir tatsächlich wirklich jetzt erstmal Ruhe. Und wir haben ja immer noch im Hintergedanken, wir können zwei AKWs sofort anschließen. Wasser wird da, die Brennstäbe werden da. Und wir haben auch Brennstäbe noch für 20 AKWs, also das passt. Ganz klassisches Stahlbahn machen wir jetzt einfach. Wie wäre eigentlich dieses Rezept? Da würde ich gar keine Kohle brauchen. Aber Petrol koksen, das bekommt man dann über die Raffinerien. Öl, glaube ich. Okay, Stahlbahn machen ohne Kohle ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die Frage ist, lohnt sich das? Weiß ich nicht. Also gut. Splitterparty, Leute, Splitterparty. Und zwar die Kohle kommt von hier. Nein, bevor wir Splitterparty machen, machen wir jetzt erstmal Lohnparty. Ja, ganz an den Rand, wenn es geht. So. Und dann du noch. Wir passen alle. Sehr gut. Schweberucksack. Abfahrt.
Jetzt habe ich hier natürlich genau die Stromleitung im Weg. Ist geil. Der passt. Doch, der passt sogar. Genau, und das Eisen kommt ja von da oben. Das heißt, da oben ist eine lila Schnecke. Wir drehen den. Zack, zack. Zack. Jetzt haben wir hier natürlich auch ein bisschen Stahl über. Das heißt, ein bisschen ist gut. Wir haben knapp 200 Stahl über. Nicht ganz 200. Wenn wir nochmal was brauchen würden. Also mit dem Rezept sogar. Das heißt, wenn wir nochmal was brauchen würden, könnten wir uns hier nochmal was abgreifen. Tatsächlich. Aber gut, Stahlbahnen sind auch schnell weg. Also. Also ich würde sagen, das Problem mit dem Katerium mit... Ich hätte Katerium da. Autosave. Also nicht hier, sondern genau auf der anderen Seite quasi. Wir hätten noch Katerium. Jetzt ist die Frage, bringe ich das mit einer Drohne hierher? Das Problem ist halt immer so eine Sache... Wenn ich Drohnen zwischen der Base hin und her fliegen lasse, brauchen die einen Batterieanschluss. Sonst ist es ja kein Problem, weil oben im Hauptlager wird ja... Oder im Zentrallager werden ja die ganzen Batterien aufgeteilt auf alle Drohnen. Aber wenn ich die so einfach hinstelle, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Weil, jetzt, weil von der ganz da hinten ein Förderband herlegen. Einen habe ich auch schon gemacht, aber... Gibt mit Sicherheit geilere Sachen. Wenn wir den... Jetzt ist natürlich genau der Strommast im Weg, klar. Aber das müsste gehen. Dann kommt hier die Kohle rein. Wir brauchen jetzt allerdings auch 300 Eisenerz. Dann kann ich mich gleich schon mal einstellen. Mobiler Miner, ich brauche hier einen. So, wir haben ja da oben... Mehr als genug Eisen. Allerdings sind das alles unreine Quellen. Das ist ziemlich bitter. So, du bist ein MK3-Miner, richtig? MK2 bekomme ich, wenn ich einen MK3-Miner mache, 300 raus. Ah, das Doppelte bekomme ich raus. Bringt mir ja auch nichts. Also ich muss eine neue Quelle anschließen. Am besten gleich die da drüben. Neue Quelle anschließen, MK3-Miner und komplett übertakten. Dann habe ich 300 Erz. Weißt du, wie viele Schnecken überhaupt? Eins, zwei, nein. Okay, cool. Und das jetzt. Ja, wir finden schon noch irgendwo eine Schnecke. Ich weiß auch, wo eine ist. Wo unmittelbar eine ist. Ja, das war nix. So, jetzt ist die Frage. Wir ziehen gleich mal den Strommasten her. Und die Knabe. Weil hier kreucht und fleucht. Wo ist sie? Hier. Um Gottes Willen, die falsche Munition. Das ist natürlich gescannt auch noch. Oh, das könnte von der Höhe her fast schon ein wenig zu hoch sein. Mal gucken. Ah, nee, ich habe sie hier schon getötet. Schaut. Hier dürfte nichts mehr sein. Aber da kann man einen kleinen Trick anwenden, indem man sagt, man schaut sich das von unten an und dann müsste das manchmal funktionieren. Oh ja. Genau. Wenn man das von unten macht, dann geht das. Jetzt habe ich natürlich keine Ausrichtung, aber Moment. Ah, das geht mit dem... Also mit dem Gebäude geht das nicht, dass man die H-Taste drückt und dreht. Mist. Ich mach das jetzt einfach so. Ja, anders geht's wahrscheinlich sowieso nicht. Wunderbar, Strom.
ja, doch, ist tatsächlich noch eine Schnecke. Ich würde das jetzt gleich machen, bevor ich dann nochmal. Ich muss sowieso nochmal her. Habe ich jetzt hier irgendwo. Fliegt hier nicht irgendwo eine rum? Ach Mann. Okay, na gut. Entschuldigung. Hier war doch irgendwo immer eine. Hier. Was mache ich denn da immer? Ich wusch Finger hier immer voll rum. Servus. Also die Kohle ist schon mal da. Dann haben wir jetzt das Eisen gleich, dann haben wir den Stahl, dann machen wir Stahlträger draus. Ich finde es halt extrem bitter. Eine MK3 Miner und komplett übertakten für 300 Eisen. Weil wenn, ich gucke jetzt mal, das kostet ja irrsinnig viel Strom. Also verhältnismäßig viel Strom. Mittlerweile ist mir der Strom ja wurscht nicht, aber falsches Gebäude und Autosave. So, also wir brauchen hier theoretisch tatsächlich Strom. Hau die mal weg. 100 Megawatt. Ja gut, mein Gott. Komme ich jetzt hier vernünftig? Ja, es geht ums Arschlecken. Perfekt. Das ist sogar noch... Nee, ist nicht schief. Ah, stimmt, die hatten wir das Problem wieder mit dieser Deckendurchführung. Das kommt jetzt. Wahrscheinlich passt es nicht. Nein, das sehe ich jetzt schon. Das muss nämlich hier hin. Ganz genau, dann kommt das hier wieder weg. Ich muss mir echt mal ein Video anschauen, weil es geht eigentlich anders. Aber wir bekommen es hin, dass es kein Zickzack ist. Noch ein Stück. Beziehungsweise ich ziehe es von der Seite her. Halt hier oben. Wunderbar. Strom ist überall drauf, Rezepte sind eingestellt, das heißt Stahl wird produziert. Jetzt mache ich das aber folgendermaßen. Ich fusioniere das jetzt nicht alles zusammen, weil sonst habe ich am Ende des Tages wieder keinen Überblick, wie viel Stahl ich verbrauche und ich nicht verbrauche. Da müsste ich wieder die ganzen Felderbänder nachgehen und so weiter und so weiter. Ich fusioniere, es kommen 45. Wir gucken mal ganz kurz. Constructor, wir brauchen knapp... Wir brauchen nicht ganz 120. Das Problem ist, wenn ich das jetzt so mache, wie ich das jetzt machen will. Ja, wir brauchen 7. Ja, genau. Wir brauchen eigentlich 110 oder so. Ja, ich könnte natürlich auch sagen... Wenn ich jetzt, ich muss drei Stück zusammen fusionieren, dann habe ich halt ein bisschen Stahlbahn verschwendet. Ich könnte natürlich auch nach unten gehen. Da müsste ich immer noch mal eine Anlage hinstellen. Ah, egal. Oder? Ja. Das bedeutet, wir fusionieren jetzt hier mal die drei zusammen. Ganz genau. Dann brauche ich jetzt hier zweimal. Das dürfte... Wird eng, aber dürfte gehen. Einen Splitter. Ganz genau. Und du machst jetzt Stahlträger. Das habe ich... Ich brauche 27 Stahlträger, 30 produziere ich. Das passt. Und jetzt weiß ich ganz genau, wenn ich das irgendwann mal sehe. Cool.
Ich benutze bloß die ersten drei und die anderen vier Stück sind komplett für mich quasi. Wenn man so will. Die kann ich ja noch benutzen. So. Also nochmal fusionieren. Machen wir es halt so. Jetzt gehen mir Eisenstangen aus. Mist. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Eisenstangen ist natürlich jetzt doof, gell? Dann machen wir das jetzt so. Ich gehe nochmal hoch. Also zweimal in einer Folge hochgehen ist schon. Ja, aber dafür haben wir ja auch die Hypertube gebaut, damit wir schnell und zügig hochkommen. Und nebenbei stopfen wir ein paar Löcher. Und beim Runtergehen schaue ich dann mal, dass ich die blaue Schnecke noch mitnehmen kann, die Lila-Schnecke noch mitnehmen kann. Die sammle ich dann übrigens schon das 10. Mal ein. Mega mir. Beziehungsweise ich wollte sie, glaube ich, das letzte Mal einsammeln, aber da ging es nicht, weil mein Inventar voll war. Aber ich sammle die jetzt auf jeden Fall schon des Öfteren ein. Genauso wie die blaue Schnecke da unten. Also, naja. Vielleicht ist es ja auch gewollt, dass die irgendwann respawnen. Kann ich mir jetzt zwar nicht vorstellen, aber. Naja. Also, wir nehmen einfach mal mit. Ich packe ein. Na, Schrauben brauche ich tatsächlich nicht. Die brauche ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich würde gerne die Schrauben rüber transferieren in die Plus-Mod. Genauso wie die Eisenplatten hier. Kabel nehmen wir nochmal noch mit. Habe ich eigentlich auch noch. So, passt. Taschen sind voll. Brauche ich auch nicht. Motoren kann man immer noch brauchen. Also gut, dann wieder zurück. Halt. Das heißt, ich gehe jetzt halt schnell. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Jetzt habe ich meine Taschen schon wieder voll gemacht. Ich bin so dumm. Ich schmeiße hier irgendwas weg. Schrauben. Ich will doch Schnecken einsammeln. Wir sammeln jetzt zumindest mal die lila Schnecke hier ein. Naja, heute haben wir tatsächlich ein bisschen getrödelt. Die Stahlproduktion steht, die Stahlträgerproduktion steht. Wir müssen jetzt bloß mal ganz kurz gucken, wie, von welcher Seite wir da am blödsten reingehen. Ja, eigentlich würde es schon fast passen. Komm, wir machen es wieder unterirdisch, was soll's. Ich habe ja nach da hinten Platz. Da unten wäre nochmal eine gelbe Schnecke. Ja, gut. Das war jetzt halt ein Schmarrn. Ja, das hatte ich letztes Mal schon. Er will unten nicht. Warum willst du nicht? Verstehe ich nicht. Machen wir es halt. Jetzt. Jetzt sind wir auch wenigstens mittig auf der Foundation. Hier muss ich jetzt brutal aufpassen. Ich lieber mal gleich ein Stück hinter. Übrigens, ich sehe gerade meine Stromanzeige backt rum. Ich habe auf beiden Seiten weiß. Das ist natürlich jetzt richtig geil. Komisches Hologramm gerade da unten. Oder Anzeige. Ich gehe mal kurz hoch. Guck mir mal an, wo ich überhaupt raus muss. Also ich stelle es halt sicherheitshalber mal hier einen Strommasten her. Ja, wohin muss ich denn? Genau. Also gut.
Ja, es geht ja. Halt. Ich meine, ich könnte mich immer noch retten, wenn ich schnell bin und dann das Jetpack anziehe. Passt. Stahlträger? Ach, weil kein Strom drauf ist. Ich dachte schon, ich habe irgendwas falsch gemacht wieder. Jetzt kommen Stahlträger, richtig? Also mit dem Förderband. Ich sehe es gar nicht, weil das Förderband so verwaschen ist. Das müssen sie unbedingt. Da müssen sie unbedingt dran legen. Unbedingt. Jetzt habe ich hier auch ein Loch. Aber sie kommen an, oder? Ja, gut. Elektromagnetischer Steuerstab. Moment mal, wir können mal ganz kurz gucken. Kühlkörper noch, der wird ja hier gemacht. Alu, wie viel Kühlkörper brauche ich denn? 15, also zwei Anlagen. Also ich denke mal, die Aluplatten haben wir auf jeden Fall noch. Die Aluproduktion ist gut, die läuft. Kupferbleche haben wir unter uns. Also Kupfer haben wir unter uns. Das heißt theoretisch, wir könnten das Kupfer mit dem Kupfer kombinieren. Die Statoren haben wir schon. Also wir fangen an definitiv jetzt mit den elektromagnetischen Steuerstäben. Ich brauche 9 Stück. Und das machen wir relativ... Nee, wir machen... Ah, ich habe eine Idee. Bin so gut manchmal. Das machen wir ganz einfach. Das werden wir heute nicht mehr schaffen. Aber ich habe ja hier schon... Also einmal habe ich hier die elektromagnetischen Steuerstäbe. Und dann habe ich sie noch irgendwo. Wie dem auch sei. Scheißegal. Wir nehmen die einfach von hier. Das ist ja ideal. Wir nehmen die einfach von hier weg. Und fusionieren die da rein. Jetzt muss ich allerdings noch... sicherstellen, dass wir 9 waren, oder ich und Zahlen. Unglaublich. Übrigens, wenn ihr das alles feiert, Leute, dürft ihr gerne ein Abo da lassen. Wäre eine coole Sache, würde mich ultra freuen. 9 Stück, ganz genau. So. Elektromagnetische Steuerstäbe. 9 Stück muss ich noch herstellen. Und wenn es am Ende des Tages 10 sind, sind es 10. Also gut, weil die Anlage für die elektromagnetischen Steuerstäbe, die ist ja... Ja, wo ist sie denn? Hier unten. Irgendwo. Hier, das ist die Anlage. Und die kann ich nach hinten noch erweitern, das ist ja gar kein Problem. Wie schon gesagt, die Statoren hier, da hat die... Das ist... Da können wir bauen bis zum Umfallen. Und das läuft hier auch voll. Ist aber klar, weil die ganzen AKWs noch nicht da sind. Also. Die Schnecke habe ich letztes Mal auch geholt. Wurscht. Das heißt, theoretisch könnte ich das jetzt gleich sofort machen. Allerdings werde ich das wahrscheinlich in 10, 15 Folgen vergessen haben, dass wir hier welche brauchen. Deswegen würde ich sagen. Ja, und dann sitze ich da und dann läuft das nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, machen wir das gleich vernünftig. Und zwar. Da kommen 4. Zwei Anlagen reichen. Wir produzieren eh ein bisschen mehr Steuerstäbe, als wir brauchen. Oh, noch eine Reihe, okay, okay. Gut, dann ist... Moment mal, das ist jetzt doof hier. Machen wir mal ganz kurz weg.
Nee, Quatsch. Von unten passt das. Ja, dann machen wir das so. Und von oben. Dann, ja, genau. Unten kommen die KI-Begrenzer. Moment mal. Oben kommen die KI-Begrenzer. Was ist Schmarrn? Scheiße. Ja, das geht in die Richtung. Das hätte schon gepasst. Und das geht in die Richtung. Genau. Wir sehen übrigens... was ist das? Ja. Wir sehen übrigens jetzt schon so ein kleines Problem. Es kommen nicht mehr hundertprozentig ausreichend KI-Begrenzer an. Das war mir schon so ein bisschen klar. Das heißt, wir müssen jetzt KI-Begrenzer machen, ein paar. Jetzt passt das hier alles. Und das wäre ja ideal, wenn das... Moment mal, also... Ich muss ja... Jetzt habe ich aufpassen, dass ich keinen Scheiß baue. Unten kommen die Statoren, die sind von hier. Dann gehen wir jetzt einfach mal... Ich drehe durch, dass der unten nicht anders ansnappen will. Hier ist ein kleines Stück Förderband bauen. Und dann, selbst dann will das noch nicht wirklich jetzt. Dann müssen wir auf eine Höhe gehen, ungefähr. Weiß ich nicht, so. Das schaut auf jeden Fall gut aus und hier auch wunderbar. Das heißt, Statoren passen. Jetzt schließe ich das hier noch alles an. Und bekommen die noch Strom, damit das noch drauf funktioniert. Gut, und dann hätten wir hinten schon die Steuerstäbe, theoretisch, wenn die Anlage läuft. Also die laufen ja jetzt auch gleich, weil die KI-Begrenzer ja schon kommen, aber halt noch nicht ausreichend. KI-Begrenzer müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Strom, 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 Strom. Danke, danke, danke. Hier. Ja, genau. Und das Problem ist hier folgendes. Das Kupfer passt ja. Kupfer kommt ja mehr als genug. Wie viele KI-Begrenzer kommen da raus? 5. Und eine Anlage braucht... Falsch. Hier. Das heißt, wir machen mal noch 2 Anlagen hin. So, und... So, jetzt haben wir aber allerdings ein Problem, glaube ich. Kupfer müssen wir mal gucken. Ich glaube, das passt. Ja, Glauben ist immer schlecht, gell? KI-Begrenzer. KI-Begrenzer. Zack. Zack. Und dann wird das hier nochmal drauf funktioniert. Passt das so? Müsste eigentlich gehen, oder? Oh, jetzt ist der schief. Jetzt. Ach, den muss ich nochmal drehen jetzt. Okay, gut, gut, gut. Jetzt passt alles. Ich will mal ganz kurz was gucken.
Wir werden das folgendermaßen machen, sicher ist sicher, weil die ganzen Kupfer, die Kupferader da hinten ist wirklich schon am Limit. Wir haben ja gleich hier unten, das ist ein Stück weiter unten, ne? Kupfer. Da werden wir hier nochmal eine kleine Kupferblechanlage machen und fusionieren das Kupferblech hier mit drauf. Dann passt das. Und Katerium. Da haben wir jetzt ein Problem. Und zwar brauchen wir 100. Und es haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Anlagen. Das würde gar nicht gehen. Wir brauchen eine neue Katerium. Linie quasi. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns das nächste Mal an. Wir machen jetzt, bevor ich es vergesse, ganz, ganz wichtig. Ah, wie mache ich das mit dem Katerium? Muss ich mir irgendwas überlegen. Bevor ich es jetzt vergesse, wichtig. Tauschen wir jetzt hier das Förderband noch aus. Ich gehe mal. Das hier war es richtig. Ab hier. Ist ja nicht mehr allzu weit. Und dann Katheriumband oder mit Drohne. Oder mit einer Drohne Katherium herbringen und vor Ort machen, aber das ist nicht sehr intelligent, glaube ich. Sondern du noch. Und dann passt das. Schaut gut aus. Sehr gut. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.